ein Sink. Sieht jetzt aus wie so ein alter. Aber er ist sich nicht ganz sicher. Ja, also. Vielleicht ist auch gut geworden, aber gehen kann er trotzdem nicht. Ja. Weiß ich gar nicht, was du willst. Mir geht's dir eigentlich gut. Die können dann weg. Kommt jetzt schon nächste Woche Dark Souls 2 für PC raus? Oh yeah. 25. Sehr, sehr geil. Dann feiere ich erstmal Siesta. Da hörst du jetzt so wie von Georg auch tagelang nichts von mir. Sehr geil. Wochen. Also Pascal, wenn du irgendwann nochmal Dead Island aufnehmen willst, ne? Nee. Jetzt ist die Zeit. Das ist dann dein Problem, ne? Nicht meins. Mein Problem? Nee, eigentlich nicht. Georg ist dein Problem. Nee. Ja, mir ist das ja egal. Achso, dir ist das ja egal? Okay. Also ich krieche im Gras, ne? Irgendwann wissen sie nicht, ob wir Nägel genommen haben oder nicht. Mhm. Oh nein, hier ist ein Zombie-Dick. Bist du durch den Supermarkt gelaufen? Ich bin jetzt gerade schon auf dem Weg. So, an der Stadt. Ich bin nicht im Supermarkt. Ich bin tot. Bin jetzt. Ich frage ja, ob du da durchgelaufen bist. Hallo Leute. Was? Da schießt übrigens jemand. Was? Wieso bist du tot? Wie das denn? Entweder hat ein Zombie mich geschlagen oder. Weil danach kam so ein lautes Tischen. Ich glaube, vielleicht hat jemand geschossen. Also sind auf jeden Fall gerade Schüsse. Also, das ist aber auch gehört, aber ich glaube nicht, dass du mit einem Schlag einen Zombie töten könntest noch. Unwahrscheinlich. Schüsse. Vom Betonbunker aus. Ach, das ist dieser eine Typ, den ich da getroffen habe. Schutz! Ja, der erschießt jetzt einfach unschuldig die ganze Zeit. Was denn, dass er auf einen Zombie geschossen hat? Das ist eine Lüge. Der ist nämlich geisteskrank. So wie alle Daisy-Spieler. Da hinten ist einer. Was schießt der denn? Klingt ja echt übel. Du kannst in der Nähe. Ja, Kevin ist tot. Du kannst in der Nähe, ich hol meine Sachen wieder. Das ist alles cool. Hört einer Musik. Das ist aber schlecht. Warte mal. Staying Alive! Hat der unter Daryl Collication? Nein. Das ist Copyright. Und der geht hier richtig ab, Alter. Alter, René, du musst hierher kommen. Das ist ultra witzig. Copyright. Er ist ja nicht laut. Ja, das ist jetzt auch nicht das Problem, die Lautstärke. Alter, und er geht hier einfach so wie so ein Boss einfach lang. Der kriegt gleich eine Kugel. Verstummt das einfach. Ja, das sind zwei Leute. Ich Boom. Bin das, Kevin. Hast du ihr selbst eine Axt? Hä? Wer bist du hinter so einem Haus? Hat jemand einen grünen Rucksack? Hinter dem Haus war gerade einer mit einem grünen Rucksack und der verfolgt euch, glaube ich, gerade. Warte, hörst du nicht die Musik? Wer ist denn ins Wehr? Weiß ich nicht. Hörst du nicht die Musik? Ja, wie bosshaft der dann langläuft. Nimm mal den Hut ab! Das ist ultra witzig. Wie lang soll der da lang bleiben? Ist einer im Supermarkt? Ist einer im Supermarkt? Nee. Okay. Komm, hier ab, wie viele Typen sind denn hier? Ich versuche jetzt mal zu euch zu kommen. Mach den weg. Und ich glaube, ich achse den Boss jetzt weg. Nein! Doch. Lass ihn verstummen. Doch. Nein! Ich komm wieder, Murderer. Wer bist du, Pascal? Bist du mit der Feueraxt? Ich bin der mit dem grauen Pullover. Ja, hast du eine Feueraxt? Ja. Aber du wirst gerade von einem verfolgt, glaube ich. Was machst du da? Ich hab ihn angehackt. Warum? Weil ich zu hart bin. Oh, nimm doch die Axt raus. Der hat keinen Rucksack. Schnell, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Nein, der schwarze Neger kommt! Der was?
Der wie bitte? Das ist so wie gesagt, formuliert haben nicht. Kaputt gemacht. Oh. Alle gehen weg, Pascal, du noch was? Ich muss mich bandagieren. Dann läuft einer mit einer Waffe in eure Richtung. Oh Mann, ey, alles ist kaputt gemacht. Dann läuft einer mit einer Waffe in eure Richtung. Ich wiederhole. Wir sind hier zu fünf, diese fünf Leute. Da kommt einer mit einer Waffe. Oh, Kevin, du bist so ein Spasti. Du rennst alleine rum und schlägst auf Leute ein. Ja und? Niemand anderes schlägt. Ja und? Ich schlag. Ja, ich hab den Jäger zum Blut gebracht. Ups. Oh Mann, ey. Den, wie bitte? Hab ich nicht gesagt. Der mit der Waffe ist jetzt hinter dem Eckhaus. Ja, hinter dem Eckhaus mit einer Waffe. Der. Sorry. War Reflex. Gewohnheit, ne? Okay, wo seid ihr denn? Oder du? Ich bin jetzt im Druckerhaus. Okay. Bisschen Schiss vor dem mit der Waffe, ohne Witz. Alles andere ist mir ja wurscht. Ich will nicht schon wieder erschootet werden. Oh nein, jetzt blutig und hab kein Bandzeugs. Wo bist du eigentlich? Bandzeugs. Ich? Ja. Hinter dem Eckhaus jetzt, hinter dem ersten. Ja, Ben. Was ist das für eine Marsch-Armee? Das war ultra witzig. Ja, einfach so unbeeindruckt, einfach so weitergeht. Ultra awesome. Oder kommt Kevin wieder mit der Axt? Deine erste Bandagen? Irgendwer lootet da. Ich. Du lootest? Wo denn? Da auf der Straße? Nee. Mit einer Axt in der Hand? Da hat nämlich gerade einen mit der Axt weggesnackt, der blutet glaube ich selber. Jetzt nimm die Axt raus. Ich hasse dieses Spiel, ohne Witz. Oh Gott, da kommt wieder Waffe. Alter! Bist du das drin? Ich mach das Star Wars Musik hier an. Ich hack gerade auf einen Zombie ein. Ich bin nicht direkt in der Stadt. Ich kann das nicht glauben, was hier gerade passiert. Hört mich da ein bisschen raus. Das ist so unübersichtlich. Nein, ich blute ganz doll. Seh nichts mehr. Alter, René, das musst du sehen, ey. Was, dass da eine Musik anmacht? Wie viele Leute hier mitgehen? Ja, ich mag das nicht. Ich dachte, Kevin hat da reingeaxtet. Ich mag das auch nicht. Irgendwer rastet immer aus und dann ist es vorbei. Nee. So wie Kevin. 13-jährigen Loops halt, ne? Ja, was bringt mir das denn? Das kann jetzt so erwachsen. Wenn ich auch da hin und her hinterherlaufe. Ich hab doch sowieso nichts. Ja und? Ich bräuchte jetzt ein T-Shirt zum Abbluten. Allein nur wenn du ein T-Shirt brauchst, bringst du jemanden. Oh. Lass die Party jetzt gleich platzen, ich sag's dir. Ja. Ich bin nämlich der Party-Crasher. Jetzt blute ich nicht mehr, geil. Oh, Schutz. Alter. Er schießt. Weiß ich auch nicht. Irgendwer hat bei uns hier reingeschossen. Wo seid ihr denn? Oh. Da ist er. Nein, er hat den Musikmann getötet. Wow. Wow, 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 wow. Was war das für ein Shit? Hä? Was denn? Sniped einer. Sniped einer auf die Stadt.
Hinten aus dem Wald, da wo letztes Mal auch die Sniper saßen. Alter, das war ein Schuss. Nicht schlecht, Junge. Ich kann den da gar nicht getroffen haben. Wir waren im Haus und der hat... Mich hat der getroffen. Ich hab den Typ gekillt, den der euch erschossen hat. Der liegt da draußen auf dem Platz. Da rennt jetzt einer mit einer Axt. Ich bin hin. Das. Ich bin aber das. Hinten raus, ja, hinten raus sniped einer. Den müssen wir kriegen, Pascal, ohne Witz. Diesmal kriegen wir den. Willst du flankieren und ich behalte ihn im Auge? Du musst nur seine Ausrüstung da haben. Jetzt bin ich tot. Oh fuck, wer hat denn jetzt wieder auf dich geschossen? Das war eine Mosin. Die hab ich auch gehört. Alter, fuck, wie soll ich denn den Sniper da hinten erwischen? Wo seid ihr denn? Nicht, dass ich mir gleich auch gleich. Ich bin auf dem Doppel-Apartment. Ja, okay. Das ist schlecht. Und werd da besniped. Ich kann nicht runter. Wenn ich aufstehe, krieg ich ja die Fresse. Ich glaub, du Krankenhaus. Ich lieg hinter einer Klimaanlage und kann mich nicht wegbewegen. Ihr müsst ihn nur flankieren, ihr könntet den sogar axten. Ich bin tot. Ich muss dann nur Ablenkungsschüsse abgeben. Ja, ich sehe gerade schlecht, deswegen. Du bist aber im Krankenhaus, ja. Oder was? Okay. Ich verfolge einen Zombie. Ich weiß. Wait! Alter, was der für einen Schuss abgeliefert hat, ey. Hä, wo bin ich zum Hinter? Ja, also habt ihr mich verstanden? Wollt ihr meinen Plan vollführen? Keine Ahnung, ich muss kurz ein bisschen Drogen reinpumpen. Pascal schreit nur wieder rum. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo im Wald gespawnt. Da laufen zwei Richtung Schiff. Ja. Komm, Pascal, du wirst aber wissen, wo du bist. Ich hab keinen Anhaltspunkt. Ich hab hier nur Gleise. Du bist im Norden gespawnt. Bei der neuen Stadt. Da kommen übrigens Typen in deine Richtung. Die rennen Richtung Boot. Ja, da kommt. Oh Mann, scheiße, ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ja, wo ist denn der Renner? Ich renne da jetzt hin. Ja, oben am Waldrand. Du müsstest halt voll bis zum Boot laufen, denn sich da durch den Wald kämpfen und von hinten kommen. Da rennt aber auch gerade einer zum Boot hin. Aus meiner Richtung. Ja, ja, weiß ich. Hab ich ja. Oh aus Gott, deiner Richtung ich auch. Angeschossen. Okay. Bin bewusstlos. Kann sein, dass das der Sniper war. Alter, ich bin erschrocken. Ja, das war der Sniper. Der ist mega gut, ey. Ich bin gerade mal kurz in die nördliche Stadt und suchst du mich da mal kurz aus. Was war ich in der kurzen Zeit? Mach's Godzilla-Geräusche an. Was wir machen sollen eben gerade. Man hätte es mit einer Minigun durchrömern müssen. Sicher. Ich bin bewusstlos, kann ich nicht einfach gleich sterben? Boah! Alter Schwede! Der Junge weiß, was er tut. Ja, der schießt richtig gut. Eben war ich eine Sekunde nicht hinter der Bushaltestelle und der hat gleich auf mich geschossen. Der macht hier Streifschüsse, ey. Da kriege ich aber das Scheißen. Und Neustart, okay. Habe ich sogar die Chance zu entkommen, oder? Ja. Hoffentlich. Gut, dass er mal raustappt, obwohl ich gerade im Feuergefecht bin. Okay, ich bin also runter vom Dach und hab schon wieder einen gesehen. Ich hab einen roten Hut gefunden, also damit haben wir richtig viele Chancen. Nimm doch mal den Hut ab! Ich hab Angst. Der schießt mich wirklich wieder weg. Die versteckt sich da jetzt im Haus, diese kleine Poperze. Oh Gott, er schießt auf mich. Wo ist der? Wie, er schießt auf dich? Also ich hab ihn... Ich bin... Nicht, dass ich auf dich schieße, Kevin. Ich bin Mosin. Oder irgendwas Lautes. Bist du in einem gelben Haus? Okay. Alles cool. Roten Hut auf, also. Ne, der hat keinen roten Hut auf. Schluck Cola trinken. Oh, die Flasche ist schon auf. Ich laufe zum Polizeigebäude. Es könnte sein, dass der gestorben ist. Ich mache einen Sturmangriff. Sowieso nicht mehr viel Munition.
Wenn er halbwegs gute Ausrüstung hat, ne, dann lohnt sich das schon. My body feels wet. Hauptsache der Sniper macht mich nicht gleich weg. Weil das ist auf jeden Fall mitten im Sniper-Gebiet, ne? Ja. Das ist das erste Haus bei dem Sniper. Das ist das erste, auf was er schießen kann. Ach du Kacke, gerade einer oben im Polizeigebäude rollen. Das ist spannend. Oh, so ein Target. Wo ist der hin? Nein! So ein Arsch. Nein, nicht im Ernst. Das kann nicht wahr sein. Mann. Wie gut ist dieser Sniper? Ich hab die Tür vom Haus aufgemacht, ne? Dann war ich tot. Ja. Unglaublich. Mit einem fucking Schuss. Den musst du killen, ey. Das ist der König der Schützen. Und? Alter Vater, ey. Biest, wa? Ich mich auch erschrocken. Das war richtig episch. Das war richtig episch. Kann man nicht anders sagen. Da hätte ich mich jetzt schon ein bisschen gefeiert. Tür auf. Geguckt. Tot. Joa. Hoffentlich spawn ich auch oben in der Stadt. Das wäre cool. Ich spawne bestimmt in Jolnitschen. Ich bin da oben noch gar nicht. Achso. Hey, ich hatte ja, mit einem Beresino. Ja, gut. Ich bin auch ein Beresino. Ich bin bei den Schienen, wo ich auch hier gerade war. Scheiße, wie hole ich mir jetzt den Sniper? Wow, eine Waffe. Wir müssen jetzt als Hauptziel setzen, diesen Sniper zu kriegen. Oben beim Krankenhaus wird ordentlich geballert, ey. Ja, wenn du bei den Apartments bist, dann die Wiese, da geht's ja berghoch. Ja. Und da ist so ein oranger Wald oben. Was ist da drin? Der geht so ein bisschen ins Land, auf die Wiese rauf. Weißt du, das ist nur so ein kleines Waldstück, so eine Waldzunge, die auf die Wiese rauf geht. Und da sitzt er drin. Der hat, glaube ich, einen weißen Hut oder so auf. Den siehst du immer. Das ist nur ein weißer Punkt, den man sieht. Ja, ich habe keine Waffe, aber ich bin da nicht. Ja, aber eine Axt reicht. Wenn du dich von hinten ansneakst, Alter, und den einen über den Schädel gibst, dann bist du gegen Sau. Gar keine Waffe. Ja, du findest halt eine Axt. Der Server ist gerade neu gestartet. Kannst du nicht erzählen, dass man hier keine Waffen findet? Also in jedem Sniperhaus liegt wahrscheinlich eine Waffe. So viel dazu. Ich laufe gerade zur Schule. Auch wenn da wahrscheinlich schon einer sitzt. Wohl schon einer hingerannt, als ich da hingerannt bin. Da bin ich gleich weggerannt. Ach komm, da krieg ich jetzt Faust ins Gesicht. Ich habe noch nicht so viele Fistfights gehabt, ey. Dann geh ich wieder ins Hände und hau den einen. Es macht schon mehr Spaß, irgendwie hier so zu spielen und ein bisschen rumzudödeln, anstatt irgendwie jetzt da bei Balotta rumzulaufen, ne? Ja? Da hin bei Balotta wäre auch ganz viel los. Sagen. Nee. Ach, jetzt nichts gegen das hier. Okay, ich habe eine Blaze Double Rifle gefunden. Keine Munition. Ich nur ein Bajonett. Ich bin jetzt bei dem kleinen Haus neben den orangen Bäumen. Also oben auf der Wiese schon. Oh. Ja, aber ich kann dir nur einen Faustschlag geben, ne? Ja, eben. Aber das würde den vielleicht mal ein bisschen aufschrecken, weil der snackt ja alles weg, ey. Vielleicht kann ich die von hier sehen. Ah, ich glaube, das ist zu weit. Kann man ihn gar nicht sehen, der wird doch noch gar nicht gerendert. Das ist ja schon AS50 Niveau, ey. Das feier ich. Ich feier den Typen. Wenn ich da hingehe, sage ich erstmal, good job, und dann schieße ich den Kopf. Wenn ich den schon nicht weggefaustet habe. Ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist recht gering. Könnte man meinen.
Ich sehe den nicht. Kann ich dir nicht weiterhelfen? Eine Säge? Ich brauche nur ein paar Kugeln. Ein paar Mosin-Kugeln brauche ich. Damit ich zumindest irgendwas in der Hand habe. Ich nehme auch eine Axt, also so ist ja nun nicht. Wo ist ein Qual jetzt genau? Oben in der Stadt. Krankenhaus. Nur noch die scheiß Machete in die Hand. Kann man mit einer Machete eigentlich einen Zombie killen, ey? Warte, ich hab mal nicht versucht. Alter. Okay, ist jetzt nicht so meine favorite Waffe, ohne Scheiß. Hilfe. Nein. Gott, lauf. Lauf. Die Sporter? Die Machete. Was ist die Sporter für eine Waffe? So ein, ja, wie so ein Luftgewehr ungefähr. So eine habe ich. Weiß gar nicht, was da für Kugeln reinkommen. Ich glaube, Punkt 22er. Also hier ist keiner mehr, René. Ja, ist aber weg. Vielleicht hat er auch die Position ein bisschen gewechselt. Oh, oh, sieht Schüsse. Da hat wohl einer meine Waffe gefunden. Oh, hier schießt einer. Oh, okay. Schießt er bei dir auch so oft? Jetzt geht's richtig los. Schutz! Irgendwer ist da drauf gegangen. So, ich schleiche mich jetzt mal hinten ran an den Typen. Ja, man weiß ja nicht mal mehr, ob er noch da ist. Ich komme von ganz hinten, weil wenn der irgendwo ist, dann sehe ich den. Ich weiß, er schießt okay. Den hier, glaube ich. Und du weißt ja, wo die letztes Mal saßen, von daher. Da saß er auch genau. Ich höre die Schüsse richtig laut. Ja, ich auch. Ich bewege mich direkt drauf zu. Mann ey, was ist das hier für eine Scheiße? Meine Fresse ey. Kommt von den Apartments, Kevin. Ja, Kevin. Ich fahre da gerade drauf zu. Da hinten, das bist du. Ach, du läufst auf der Wiese, oder was? Nice. Los, wir gehen jetzt rein. Ich geh auf die Großen. Nee, ist gar nicht die Apartment. Das ist meine SKS, ohne Witz. Ja, hol ich mir jetzt. Oben aus der Wiese hier irgendwo. Nee, das kam eher aus Richtung Krankenhaus. Da bist du wieder. Da liegen Sticks in dem einen Haus. Ich lauf zum Krankenhaus. Mistige Sau. Wo ist der hin? Da hinten läuft irgendwas. Bist du das? Im Krankenhaus. Okay. Beim Bahnhof ist was los. Hey, Dude. Da ist er. Ja, Dude, ich geb dir gleich. Mein scheiß Baseballschläger. Yeah. Oh, lol, hier ist ein Toter. Also, hier sind mehrere Tote. Oh nein. Ja, dann solltest du dich nicht überschätzen. Alter. Ich
Oh fuck. Wo schießt der? Von überall. Arschloch. Bist du das der? Im Bahnhofsgebäude? Mit der Axt. Ich fick dir den Arsch. Ich fick dir den Arsch! Wegen Toter. Ja. Alter, der hat eine Axt. Und eine Mosin. Ja. Ja. Komm her! Ich kann das den ganzen Tag machen. Ich hab nur einen Scheiß, ich brauch dich. Wir müssen ihn flankieren. Ich hab eine Mosin. Bist du auch beim Bahnhof? Ja. Nein, hab ich gekillt, die Schweinesau! Da rennt er mit der SKS rum. Bring ihn um! Direkt am Bahnhof. Der ist voll ausgerüstet, so richtig dick. Ich jetzt auch. Scheiße. Wie konnte er sich so schnell drehen und mich erschießen? Das fand ich scheiße. Ich will jetzt einen Keks. Du musst mir sagen, wo ist man jetzt? Ich bin hier. Direkt am Bahnhof. Voll in seine Schnee gespawnt. Ich hab einen Brother gefunden. Oh, vielleicht hab ich ihn angeschossen. Überhaupt zu nerven. Der hat mich an. Der hat mich angequatscht. Ich hab ihn mit Godzilla Bescheid. Oh, ist doch voll scheiße, ey. Was mache ich denn jetzt hier? Bring ich mich ins Oben? Ich versuche mich umzubringen, ohne Witz. Meinst du, der Typ mit der Mosin war in diesen orangenen Wäldern drin, ne? Ja. Da wurde letztes Mal auch die Sniper-Sache. Ich hab den einen angeschossen. Er liegt am Boden. Du hast eine Waffe? Ja, hab ich doch gesagt, ich hab eine Mosin gefunden. Hab dir nicht zugehört. Arschloch. Jetzt wird er von Zombies zurückgeschlagen. Geil. Wie viele Tote hier sind. Die ziehen sich auch noch aus, bevor sie sich da runterschmeißen. Der mit der SKS, das war glaube ich der, den ich auch schon beschossen hatte. Alter, hier steht, der Sniper schießt immer noch, ey. Sag ich doch. Der Typ hat sich gerade ausgezogen und läuft weg. Ja. Der schießt aber auch nicht mehr in dieser Sniper-Typ, ne? Der schießt nur sehr präzise. Und der ballert nicht rum. Der schießt einmal und ist tot. Der hat schon übrigens lange nicht mehr geschossen. Hat er letztes Mal auch nicht. Dann bin ich aufgestanden und hat er sofort auf mich geballert. Und der ballert ja auch gar keinen mehr. Ja, weil er keinen hat. Ich kann meine Waffe nicht mehr laden. Was mache ich jetzt? Da unten rennen die Spacken doch rum, oder nicht? Ja, die rennen. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Oh, what the fuck? Ach nee, im Kotal Cup. Kannst du nicht machen, nee. Und wer klopft da an meiner Tür? War hier in die Hof. Ey, scheiße, wie bringt man sich denn bei Kotal Cup um? Ist ein Leuchtturm? Ja, der ist aber auch nicht in diesen orangen Wäldern drin. Bullshit. Irgendwo da ist er auf jeden Fall. Kann natürlich sein, dass er deren Position gewechselt hat, als zu dem Haus da gegangen ist oder sonst was. Oder weggerannt ist. Aber wohin denn? So. Alter. Das ist der Leuchtturm. Es gibt hier doch einen Leuchtturm. In Kotoi Cup. Oh, nö, ey.
Lol. Erstmal übelst einen Bug gehabt. Erstmal rausgetappt. Na egal. Respawn! Das ist die Respawn-Folge heute. Qualle! Ja. Hallo! Hallo! Passiert irgendwas Geiles oder passiert da einfach nichts? Weil wo der Typ ist. Weil er scheint, ich laufe hier gerade den Weg runter. Bist wahnsinnig! Da sind überall welche beim Bahnhof gerade. Na, jetzt bin ich wenigstens wieder in Berenzino. I want to eat something. Deine Mutter, ey. Ja. Ist gut. Ja, du bist halt ein bisschen ungesprächig gerade. Muss ich mich mit Godzilla unterhalten. Kevin ist auch noch da, oder nicht? Nee, ist er nicht. So. So. Wie finde ich denn jetzt wieder eine Waffe? Ich hätte in meinem Apartment sitzen bleiben sollen, einfach. Rest des Jahres. Nicht nur des Tages, sondern des Jahres. Oh, ich muss wieder stehen und darf nicht essen. Das ist fürchterlich. Das kann nimm du mal auf, damit ich essen kann. Nö! Kein Sniper, der mir ins Gesicht schießt. Fair. Hast du überhaupt eine Waffe, dass ein Sniper überhaupt anficken kann? Angst. Sweet. Der ist hier also, aber nicht, ne? Ja, Bahnhof sind SKS-Leute. Da sind auch mehrere Tote, die eigentlich ziemlich guten Loot haben. Auch große Rucksäcke und so ein Shit. Da gab's voll das Massaker. Das war wahrscheinlich deine Karawane oder so. Die da ein bisschen zersprengt wurde von einem mit einer SKS. Eine Tomate. Oh, die ist ja rotten. Rotten Tomatoes, ey. Auch sowas schon. Außer das Internet. Hier muss doch irgendwas liegen. Bullshit. Spielt ihr noch? Ja. Ja. Warum sollten wir nicht mehr spielen? Weiß ich nicht. Weil du weggegangen bist, ne? Dachten wir, ach, ohne Kevin ist das einfach nicht dasselbe. Genau. Nur weil der jetzt Kuchen isst. Und? Du bist gestorben. Ich hatte wirklich eine Musi, einen Rucksack, alles Mögliche. Warum bist du denn gestorben? Hier Bahnhof. Bist du da hingegangen? Ich habe mich wirklich durchsetzen können gegen alle. Weil dann würde eine mit der SKS eigentlich. Die hat mich nicht gesehen. Ja, warum bist du dann tot? Ich sehe, das war der drin stand. Ist wahrscheinlich. Ja, manchmal waren immer noch Schüsse im Hintergrund. Ja, irgendwo war da noch eine Mosin im Umgang. Die ging da rum wie so ein Joint. Jeder durfte mal dran ziehen. Am Abzug? Ja. Jetzt müssen wir wieder zum Bahnhof, da ist es los. Da ist ordentlich was los, ey. Du brauchst auch eine Waffe, sonst kannst du ja nichts ausrichten. Man muss nur rechtzeitig eine snacken. Da liegen auf jeden Fall ja. Welche, ne? Hätte ich die mit der SKS erwischt, ne? Hätte ich voll ausgerüstet gewesen, auf einen Schlag. Ja, war hier kurz. Auf einen Schlag mit der Axt. Nur den lag ich da am Boden, weil ne, da kam einer, hat sich in der Axt gesnackt, hab ich einmal getroffen. Und ich hatte ein gebrochenes Bein und konnte nichts mehr machen. Ja, ist halt so, ne?
Wenn eine Axt getroffen wird. Ich habe ihn vorher aber auch getroffen und da ist mir nichts passiert. Der hat halt gute Knochen, der hat immer gut Milch getrunken. Mhm, klar. Wenn du mich mit einer Axt triffst, ne, prallt einfach nur an mir ab. Also Milchbubi bist, ne? Ganz genau. Ich habe auch immer ein Milchbad. Immer. Immer. Ich habe in Wirklichkeit gar keinen Bartwuchs. Das ist alles nur Milch. Die wird dann immer nur ranziger und deswegen wirkt das dann so ein bisschen dunkler. Mann, ich finde ja nur die besten Waffen hier. Millennium. Eine Crowbar und so. Nee, nee, ich habe nur eine Feldhacke und eine Blaze Double Rifle. Geil. Ja. Mehr habe ich nicht. Ich hab einen Rucksack. Wo hast du den denn, ne? Blutet. Da hinten rennt schon wieder einer am Bahnhof. Was geil bist du von der Mörder, ey. Statt mal mit denen zu reden. Ich hab gelootet in einem Haus. Ja, statt mal mit dem Haus zu reden, ne? Nimmst du denen einfach alles weg. Bist voll scheiße, Pascal. Ich dachte immer, hier wäre mal so ein Eckhaus mit einem Klavier gewesen. Also kein Eckhaus, sondern einfach nur ein Klavierhaus. Da versucht halt immer alles mit Worten zu reden. Regeln. Hey Kevin, warum macht ihr das mit euren Sachen nicht über Sweatshirt oder wie das heißt? Redshirt? Siehst du eine Seite, wo man sowas verkaufen kann? Keine Ahnung. Da kann man nur Drogen verchecken. Wir haben jetzt was gefunden, wo man so einen eigenen Store machen kann. Kevin seine eigenen überteuerten Preise angeben kann. 70 Euro. Weil den brauchen wir nicht abzahlen, sondern wir kriegen den ganzen Kram. Schmied hat ja ein T-Shirt für 25 Euro. Hier steht jemand. Ja, die werden aber auch von Spreadshirt vertrieben und die T-Shirts sind wahrscheinlich auch etwas qualitativ hochwertiger. Ja. Hier sind zwei Leute. Ja, sagt er dann nur. Ich habe übrigens jetzt auch eine Feuerfighter-Axt. Ich will jetzt endlich mal wissen, wo man ein Squirty-T-Shirt ankommt. Alter, das ist schon voll lange in Shipping. Squirty, sagst du? Haben wahrscheinlich den Zoll abgefangen. War zu krass, das T-Shirt, ne? Ist egal, wie krass das ist. Der Zoll fängt das einfach ab und kriegst es nicht. Kannst es da abholen, musst du da hinfahren. Nein, dann schlage ich den vermobst ich hier, war richtig krass. Wen vermobst du da? Ja, den ganzen Zoll. Dein Zoll, Alter. Na, viel Spaß. Ich habe eine SKS mit Munition und die haben eine Axt. Ich muss ihn in die Hand nehmen können. Aber es sind zwei Leute. Ich komme da auch hingerannt zum Bahnhof. Wo bist du? Ich bin auch beim A-Bahnhof mit der Axt. A-Bahnhof. Da ist einer. Kevin, erschießt mich nicht. Erschieß ihn. Ich töte uns nicht. Pascal, schnell. Du musst ihn ablecken. Ich muss die Waffe ziehen. Ich komm da reingerannt. Da blutet einer. Dale, du musst die anderen beiden aufhalten. Wer ist denn das mit dem Gewehr, der da hinterher läuft? Ja, mach den einfach weg, Mann. Ja, aber ich kann die Waffe nicht aufnehmen. Ich bin zu blöd. Oh! Ich hab hier eine reingedrückt! Ich hab sie umgenockt, die eine mit der Axt. Wer schießt da? Ich. Okay. Du blutest. Warte, ich leck den ab. Der ist schon tot. Ah, okay. Ich hab den anderen umgebracht. Nee, vom Bandagen. Ich kann dich bandagieren. Nee. Los, mach doch so ein Dreckspiel. Scheiß Zombie. Kann er deinen Puls? Jetzt schlag doch! Ich kann mich mit meiner Axt schlagen. Jetzt blute ich. Pascal, ich bin noch nicht gestoppt. Da, warte! Oh, ist das behindert einfach nur. Warte. Alter, dieses Spiel, ne? Manchmal hasse ich das einfach. Manchmal hasse ich das zu Tode einfach nur. Ich stehe hier, werd von einem Zombie vermoscht und ich kann nicht mit meiner Axt schlagen. Es geht nicht. Komm, schlag mich tot, du Hurensohn. Dingens, renoviert? Ja. Okay, dann wird das gerade irgendwie. Geh jetzt mal. Ist das eine behinderte Kotze, ey? Warum schlägt dieser gottverfluchte Hurensohn nicht? Ich sehe noch so wenig, aber Alter, ich hätte niemals geschafft, dass ich das überlebe, ey. Karl, überwacht das mal eben, ich muss ihm was essen. Warum ist eine Apfel ruined? Das kann nicht wahr sein.
habe schon 36.000 Liter Blut verloren jetzt. Was super. Heißt, wenn ich frag, echt super was einfach. Was heißt, wenn ich Fracture bin? Fracture? Ja, bist du halt im Arsch. Kann mir mal einer erklären, warum ich dich mit meiner verfickten Axt zuschlagen kann? Weil du Leertaste drücken musst. Hab ich. Ist oben die Waffe. Was ist das? Da ist einer. Da sind zwei. Ich hab meine verpasst. Einen vom Mobs hast du den. Go away, go away. Mach den mal lieber go away. Yeah, I see you. I see you. Ich kann here nicht mehr nachzuschlagen. Roger like okay, a okay. Ja, 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 ja. Okay, Pascal will sich erschießen lassen. Die haben nichts. Mal woher denn? Die liegt überall was rum. Hier vorne liegt auch eine Schrotflinte drin. Hier ist überall keine Munition drin. Ja und? Vertraue niemandem, Pascal. Ich kann mich mal im Arsch lecken. Gut, dann krieg ich davon gar nichts. Willst du eine Blaze Double Rifle haben? Hab ich, ja. Ja, brauchst du sie hier auch nicht mehr. Achso, gönnst du mir wohl nicht. Mein Arm ist extremely painful, was mach ich denn dagegen? Ich wüsste viel lieber, warum ich nicht schlagen kann mit der Axt, aber ist egal. Hat dir eine noch Morphin? Okay, bist du das? Ja. Darum siehst du so krass aus. Komm jetzt zu euch. Hast du Morphin? Der hört mich mal wieder nicht. Hier ist einer, der hat gelootet, Alter. Kevin, töte die! Ach so, ich denke, die sind nicht gefährlich. You want to kill us? I stop you! Ja. Ich nehme den farbigen. Der hat eine Waffe, Kevin, und einen Schulrucksack! Ich nehme den farbigen. Er hat den farbigen umgehauen. Kevin! Den hier! Der andere, der hat eine gute Waffe. Ja, wahrscheinlich die SS, die da irgendwo lag. Nein, das ist eine Mosin. Wo ist der? Ich sehe nicht. Der rennt jetzt zum Bahnhof hin. Alle ungefährlich. Alle ungefährlich. Und wir sollten denen am liebsten nicht alle vertrauen. Ja. Da ist er. Allen vertrauen am besten. Wir schießen doch wer anders auf uns. Oh, der ist auch ungefährlich. Ist schon drin, ey. Der will nur spielen. Ich wünschte, ich wäre es, wirklich. Sag doch, niemanden vertrauen, niemanden. In den Gegend, da sind alle nur drauf aus, irgendwas zu looten und irgendwen umzubringen. Ist einfach so. Yes. Wieso bin ich nie da, wenn der Spaß abgeht? Ich krieg immer sofort auf die Fresse. Help, help! Wie so ein Mädchen. Und seinem Schulrucksack. Das ist Dora, die wollte nur exploren und ihr macht sie jetzt einfach fertig. Das ist gar nicht so gefährlich, wenn wir so weit weglaufen. Kommt mal lieber in meine Richtung, damit wir uns vereinen können. Wo bist du denn? Ich komme jetzt Richtung erstes Klavierhaus. Ich glaube, ich habe mich gerade hergestellt. Oh, ein Schuss, nein. Wirklich, das war... Ja, dann war es der Sniper. Also aus heiterem Himmel einfach tot. Ja. Ich dachte, du hast gesagt, wir sollen nicht so weit weglaufen. Aber ich habe keinen Schuss gehört. Direkt neben dir. Nee, weil der aus der Entfernung schießt. Den Schuss hörst du nie. Den mich hat er ja jetzt auch schon angepeilt, oder nicht? Ja, hat er. Und witzig, läuft er den Berg hoch. Ich flank da auch nochmal rüber. Vielleicht kann ich den Schuss ja hören, wenn er auf dich schießt. I want your backpack. Ich will diesen Tornister haben. Pascal, ich hab ein Dings gekriegt, runter. Na und? Pascal, du bist voll der Sadist. Ja. Na, Randy sagt ja gar nichts. Nee, ich sag auch nichts. Alter, ich bin in... Ich bring gleich um, weißt du, ich freunde mich nicht erst an und töte sie dann. Ich bin in der Stadt vor Kut, vor Schnulitschni. Sprich dich aus, Kevin. Was mach ich denn jetzt, wie soll ich mich hier umbringen? Leuchtturm. Nach Solnitschi laufen, da kannst du dich runterschmeißen irgendwo. Oh. Von so einem Silo. Ja, hab ich auch schon letztes Mal gemacht, aber ist echt. Ja, da liegen ganz viele Tote. So die einzige Möglichkeit.
Ja, den Steinbruch kann man sich leider nicht runterwerfen. Ich würde den Zombie ja töten, aber meine Axt funktioniert ja nicht. Bullshit, ey. Ohne Scheiß, ich glaube, meine Maustaste funktioniert nicht. Ich wette, in den Einstellungen ist das irgendwie entbunden worden, sodass da nicht mehr drauf schießen ist. Was? Ich wette es. Dieses Fick-Game einfach nur. Meine Schießtaste ist nicht mehr gebunden. Ich kann auch nicht schlagen und so. Ich kann gar nichts. Ich kann nicht angreifen. Das funktioniert nicht. Hm? Er sagt nur. Super. Ja. Bei allen Tasten, die dieses Spiel hat. Hier ist nicht einer ausgezogen und ist gestorben. Turbo? Was ist denn Turbo? Go prone? Aber wir konnten uns vorhin nur gegen die durchsetzen, weil ich diese komische SKS gefunden habe. Die lag auf dem Boden. Warum hat die keine eingesammelt? Ist auch eine SKS. Liegen noch zwei farbige und wohnen nebeneinander tot, eine Frau und ein Mann. Ich werde ausloggen, ich kann nicht schlagen. Absoluter Bullshit. Wie voll dieser scheiß Server ist, ey. Da sind drei oder vier Clans drauf. Ja, genau! 82 Sekunden. Man stellt und der eine sich daran lehnt. Dann funktioniert das Tor wie diese Todesschaukel aus GTA 4. Meinst du das jetzt hier oder was? Oder meinst du das jetzt bei GTA? Bei GTA. Bei Daisy, ja, ist ja klar. Ja, ich dachte gerade so, warum will der eine Todesschaukel in Daisy? Hier stirbt man doch sowieso. Ich kann nicht mehr von diesem scheiß Tor hier runterspringen. Ich kann auch gar nicht mehr springen. Soll ich deinen Loot noch beschützen, Kevin? Weiß nicht, momentan habe ich schlechte Aussichten zu sterben. Die hätte ich auch gerne. Der Sniper ist einfach ein Mythos. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn in meinen Augen gesehen. Das ist wie so ein legendäres Kriegsschiff, weißt du? So ein legendärer Gegner. Das ist hier vor Metal Gear Solid 3 der Typ. Oh ja. In Apartments treibt sich aber auch niemand rum. Ja, und dein Loot liegt hier auf jeden Fall noch. Ein Rucksack ist weg. Hm, toll. Gut verteidigt. Wow. Dann Kevin da nicht hinkommt, dann laufe ich da hin und snack mir da. Da liegt aber nur noch eine SKS. Besser als nix, oder? Keine Munition mehr. Ich hab die Munition gerade weggesnackt. Toll. Um den Loot zu schützen natürlich. Natürlich. Das sind aber nur drei Schuss jeweils, ne? Selbstverständlich. Sehr geil. Ah, sehr geil. Du, hier sind immer nur ein Schuss in einem Ding ins Drinne. Reicht. Krass, ne? Aber auf jeden Fall viel mit anfangen. Mehr brauche ich nicht. Ich bin nämlich der Übersniper. Die Munition ist übrigens too badly damaged. René Clark kann man sich von der Sanddüne runterschmeißen lassen. Von der Sanddüne? Also von meinst du jetzt in dem Steinbruch? Genau. Ich bin aber runtergegangen okay. Und dann so, oh, tot. Okay. Ich weiß noch, als René und ich da mal gesniped haben. Und dann dieser eine Typ, der dann da ankam, so, wait. Der wird zerschossen wurde. Da hatte ich noch eine M16 ACOG, war das, glaube ich. Nee, da hattest du aber gar nicht einen Sniper. Nee, das war die M16 mit dem Sniper-Scope drauf, glaube ich. Da habe ich doch mehrere Schüsse abgesetzt. Mit DMR war das nicht, das weiß ich. Immer so. Puch, 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 puch.
und du dann auch noch so. Das EMG. Oh, es lief bei einem. Das war fair. Aber Skull ist auch ein Sadist. Ja, damals war ich echt ein Sadist. Sonst hatten wir einfach zu viel Munition. Da läuft wer. Ey, ich. Hallo, ich bin hier auch, ne? Läufst du gerade in den Wald rein? Okay, dann bist du da. Boah, weiter, hä? Beschütze dich. Ich will dir noch bitte wegsnipen und dann spielen wir was anderes. Während du in den Wald reinläufst. Ja. Wow. Okay, das war's jetzt aber nicht. Nee, das war aber da hinten bei Bahnhof. Muss erstmal abchecken, ob du das bist, den ich da gesehen habe. Ne? Hast du einen blauen Rucksack? Okay, dann bist und du so das. Einen braunen. Ab zum Bahnhof. Komm, den ficken wir jetzt. Ich will jetzt aber nicht meinen Rucksack verlieren. Ficken wir den. Das ist ein kleiner Rucksack, Mann. Und eine SKS. Na, nutze die mal lieber. Ich habe keine Munition dafür, die ist too battle damage. Ach so. Können wir nicht mit anderen spielen? Mann, Kevin, ja! Warte, ich will ihn kurz noch umbringen. Schlimmer. Alles oder nichts hier. 2-1 Risiko. Wo ist der Typ? Alles umbringen. Alles umbringen. Wo ist denn der? Muss ich ja gleich wieder umbauen, ey. Und ich erst. Du auch. Muss meinen Fernseher noch drehen, sei so ein Scheiß. Nein, ich muss meine PlayStation wieder hier anschließen. Mal die Arbeit, ey. Und dann muss ich die mit dem mit diesem. War das ein optisches Kabel mit diesem roten Laser da? Bist du das, René? Ja, Kerini. Captain René. Warum auch die. Nenn mich Captain René. Warum auch die PlayStation keinen einfach Kopfhörerausgang hat, ne? So ein Schwachsinn. Ja, welches Gerät hat schon. Obwohl, die PS4 hat jetzt einen. Oh, okay. Am Controller sogar, ne? Ja. Das ist genial. Ja, ist es auch. Und der Witz, ey. Ich will jetzt noch irgendwen ficken. Den kann ich ja schon mal umbauen, während ihr da noch rumfickt. Kannst du machen. Ich hab, glaube ich, den meisten Aufwand, ey. Ich, Alter, ich muss jetzt mal den Campingplatz von unten runter hochholen. Oh Gott. Geht richtig los. Du weißt gar nicht, wie ungesund das ist, wenn ich meinen Fernsehtisch drehen muss mit der ganzen Kabellage da hinten dran, Alter. Hört sich aber ziemlich ungesund an. Ich muss meinen ganzen Mikrofonarm bewegen und alles neu verkabeln. Plus das Aufnahmegerät dann kalibrieren. Dann sitze ich wieder mit dem Campingtisch in meinem Zimmer. Bisschen Camping schadet nie. Ich bin jetzt im Krankenhaus. Okay. Wo ist dieses Dreckschwein? Weiß ich auch nicht. Warte, ich scheuch ihn auf. Alter, das war voll laut. Lockt ihn auf die Barrikaden, ich sag's dir. Der rennt jetzt in Panik gleich weg. I'm starving. Egal. My stomach grumbles violently. Egal. Ist egal, Hauptsache töten. Ich habe eigentlich sehr, sehr geile Ausrüstung. Naja. Ich habe noch so eine geile Weste. Eine Weste ist nicht verkehrt. Und die ist ruined. Beste. Ich glaube, ich lock jetzt auch aus. Bestimmt finden wir sowieso nicht. So, Hex. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden! Er hat mich erschossen. Wo war der? Oben auf dem Dach, auf dem einzelnen Apartment. Ich konnte meine Waffe leider nicht schnell genug ziehen. Ja, goddammit. Dann spielen wir jetzt GTA. Schön.